Dioxine sind einfach chemische Substanzen, die bei Verbrennungsprozessen entstehen, speziell bei industrieller Verbrennung, und gelangen davon aus dann irgendwie in die Umwelt. Verteilen sich dann überall, unter anderem natürlich auch auf unseren schönen Wiesen und Feldern. Diese werden dann weiterverarbeitet für Futtermittel für unsere Tiere, unsere Nutztiere. Und eines dieser Nutztiere ist zum Beispiel die Kuh. Dioxine lieben Milch ohne Ende. Das heißt, sie sind fettliebend. Zudem ist Milch auch eines unserer Grundnahrungsmittel. Wie kriegt man das jetzt im Mathe-Kontext? Das macht man mit so tollen Matrizen, in die ich jetzt meine Kuh verwandelt habe. So, die Matrize zeigt jetzt einfach an, wie schnell wird Dioxin von einem Kompartiment in das andere transportiert. Zum Beispiel von der Leber ins Blut transportiert. So, das Gleiche mache ich natürlich auch mit dem Futter. Und das lässt natürlich ein Mathematikerherz jetzt höher schlagen. Denn hier sind jetzt nur noch Formeln und Zeichen und das ist natürlich klasse.